Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich wieder an Concours. Und zwar auf Rockville, aritspa.ch Concours. Dort werden wir zuerst eine Prüfung BR90 A mit Zeitmessung starten und dann eine Prüfung BR95. Zwei Phasen springen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Videos von den beiden Umgängen gesehen und ich habe sie nicht kommentiert, weil ja, also vor allem der zweite Umgang war wirklich schlecht und ja, ich habe nicht gewusst, dass ich da kommentieren will, deswegen sage ich jetzt kurz ein paar Sachen dazu und das soll jetzt nicht so Ausreden sein, sondern ich einfach für mich analysiert, wieso ist es so schlecht gegangen und der erste Grund für mich ist 90 und im zweiten Umgang 95. Ist nach wie vor halt nicht so die Wohlfühlhöhe, weder vom Lemmy noch von mir. Der Lemmy verlässt dann manchmal den Mut und er getraut sich nicht so gross abzuspringen. Ich habe mich auch nicht so dafür. Und im ersten Umgang habe ich ja noch fast einen Abflug gemacht nach Sprung 9. Und der hat mich das Vertrauen endgültig verlassen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich im zweiten noch komischer zugegeben bin und manchmal ganz komische Sachen gemacht habe. Dann, beim zweiten Sprung bin ich schon wieder leicht aus dem Sattel gekommen und dann, ja, ist endgültig vorbei gewesen.
Weiter ist dazu gekommen, dass es unglaublich heiß war. Zwischen den Umgängen war mega viel Zeit. Und im zweiten Umgang, also im ersten Umgang war ich fast zu spät parat, im zweiten Umgang bin ich etwas früher parat machen. Und plötzlich hatte ich viel zu viel Zeit und durfte zuerst schon nicht in die Halle, dürfen, wo es kühler wäre, sondern musste draußen noch auf dem Term Schritt reiten. Und irgendwie, der Lemmy war schon mega gestresst, er war ja noch nie auf diesem Platz und hat sich mega aufgeregt. In der Abreithalle konnte er sich überhaupt nicht entspannen. Und vor allem im zweiten Umgang ist ihm dann der Schweiß so richtig runtergelaufen. Das habe ich so noch nie gesehen, weil eigentlich beim Ausweiten oder so schwitzt er eigentlich gar nicht. Und ja, der Parkour war schon nicht so auf Galoppieren gestellt, was der Lemmy eigentlich lieber hat. Sondern es ist eigentlich immer so Sprung, ein paar Galoppsprünge, kehren, schon wieder ein Sprung und so. Und das alles hat halt dann im Endeffekt dazu geführt, dass der wirklich sehr schlecht Parkour rausgekommen ist. Und wir werden weiter daran arbeiten. Der nächste Konkurs wird ein Green Jump sein. Und dort ist ja der Ender wieder auf weit und es ist schon nur 80 mit festen Sprüngen. Und ich hoffe, dass alles wieder besser kommt. Und dass das nur ein Tiefpunkt war und dass es jetzt wieder bergauf geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.